Denkt dran, Leute, unbedingt, wenn ihr uns abonniert, unbedingt hier diesen Haken reinmachen, unbedingt hier draufdrücken und dann aufspeichern und dann seid ihr super cool! Jo Leute, was gab Jobs hier? Willkommen statt zwischen Herzlich willkommen zum weiteren Gameplay-Kommentar hier auf meinem Anonymous Clan-Channel. Und auf jeden Fall erst was im Gameplay im Hintergrund. Und zwar ist es heute die Optik-Scum-Challenge. Und zwar Solo 70 Kills in TDM. Also das war die Challenge. Und das Ganze sind Solo 71 Kills in TDM vom Deep Repasser-Spiel. Schaut auf jeden Fall bei mir in der Videobeschreibung vorbei. Über ein Abo wird es sich sicherlich freuen. Und ja, wie gesagt, es sind 71 Kills Solo in TDM auf Stronghold mit der Machter 7. Und das ist eine der wenigen Challenges in Deutschland, wo glaube ich nicht auf Nuketown waren. Test Squad hat auch Solo 80 Kills auf Infection, was auf jeden Fall mega heftig ist. Und hier seht ihr heute Solo 71 Kills in TDM auf Stronghold, wie gesagt. Wie gesagt, schaut bei Repass vorbei, über ein Abo, wie das sich freuen hat. Mega krasse Gameplays, deswegen schaut wie gesagt bei ihm vorbei. Bei mir könnt ihr natürlich auch vorbeischauen, wenn ihr Bock habt. Aber das ist erstmal eine ewige Sache. Schaut auf jeden Fall bei Repass vorbei. Ich kann ja auch mal ein bisschen dazu sagen, wie das Gameplay entstanden ist. Und zwar waren wir da abends in einer PSN-Party. Ich, Mumbo und Repass und dann halt noch zwei Kollegen von Mumbo. Ich glaube Resection und noch einer. Und wir haben auf jeden Fall die ganze Zeit gezockt. Also Mumbo hat mit seinen zwei Kollegen Liga gezockt. Ich habe nur gechillt da einen Moment. Und Repass habe ich halt gesagt, ja, geh doch mal auf die Scum-Challenge, wenn du Solo zockst. Macht bestimmt Bock und dann hat er die ganze Zeit drauf geschwitzt. Ich glaube, er hat drei Versuche gebraucht, dann hatte er das 70 plus in TDM. Und wie gesagt, ist ein nice Gameplay, deswegen schaut wie gesagt bei ihm vorbei. Ich weiß, ich wiederhole mich schon, aber der Junge hat es echt verdient. Er hat auch noch andere mega sicke Gameplays, die er noch hochladen wird, weil er hat seinen Kanal erst vor einer Woche oder so aufgemacht. Und deswegen wäre ein kleiner Startpush für ihn auf jeden Fall nicht schlecht. Heute wollte ich auf jeden Fall ansprechen, dass wir noch ein, zwei Kommentatoren suchen. Und die ganzen Kommentatoren, die Bock haben uns zu joinen, die können sich auf jeden Fall in Skype bei mir oder beim Corky melden. Am besten bei Corky, weil der ist der Kommentatorenleader. Oder halt bei mir, wenn ihr zum Beispiel Corky Skype bei dir nicht findet oder so. Und wenn ihr gut genug seid, dann kommt ihr auf jeden Fall zu uns in den Clan. Und ja, das Voraussetzung ist eigentlich klar, wie bei fast jedem YouTube-Clan. Ihr braucht eine gute Audio, ihr braucht eine gute Stimme. Es bringt ja nichts, wenn ihr zum Beispiel übelstes krasse Equipment habt und dann übelst die helle Stimme hat, das ist ja auch nicht, sag ich mal, am anhörlichsten. Und deswegen braucht ihr auf jeden Fall eine gute Stimme, eine gute Audio, müsst flüssig reden können. Ist bei mir zwar manchmal auch das Problem, aber dann auf jeden Fall die Stellen, wo man nuschelt oder so, die rauscutten. Und ja, wie gesagt, die Kommentatoren, die Bock haben, können sich auf jeden Fall bei mir oder bei Corky melden. Zu den Gameplay-Spielern, bei den Gameplay-Spielern suchen wir die uns selber aus. Also bei Gameplay-Spielern sind wir ein Invite-Only-Clan, also wir suchen uns die Gameplay-Spieler raus und fragen die dann an, klappt oder klappt es nicht, wie gesagt. Aber Anfragen nehmen wir da meistens keine an, weil es meistens nicht unseren Vorstellungen entspricht von den Gameplay-Spielern. Und manchmal nimmt Mumbo zwar ein paar an, aber dann einer von 20 oder 30 oder so. Deswegen, ihr könnt euch trotzdem bei Mumbo mal in Skype melden, vielleicht klappt es ja trotzdem. Und wie gesagt, aber in den meisten Fällen klappt es halt wirklich nicht, weil wir uns die Gameplay-Spieler dann selber raussuchen. Und ja, das war das Ganze eigentlich, was ich heute ansprechen wollte. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Schaut wie gesagt bei Repass vorbei für das Gameplay. Er hat irgendwie jetzt 20 Abonnenten oder so, deswegen wäre es nice, wenn ihr den ein bisschen abonnieren würdet. Und wie gesagt, Jungs, bewerten, kommentieren nicht vergessen, wenn es euch gefallen hat. Natürlich abonnieren auch nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Haut da rein.